So, da bastelt man mir nichts, dir nichts die Sendung und denkt sich am Schluss, ach du große Neune, die wird aber lang. Und dann habe ich auch noch eine Überraschung vor. Ich habe jetzt extra gewartet, bis die ganzen Gewitter vorbei sind, weil am Wochenende hat mir der Günther Aigner, ihr wisst, der Gletschermensch, ein Video über WhatsApp zugeschickt, wo er an der Pasterze steht und wo die tatsächlich einen Baumstamm gefunden haben. Und jetzt wird das Ganze ausgewertet. Das kleine Video gibt es dann am Schluss. Grüße Sie und grüße euch. Wir schauen auf den, ich glaube, Müritzsee ist das, in Mecklenburg-Vorpommern mit klassisch bayerisch-weiß-blauem Himmel. Es wird in der nächsten Zeit viel Sonnenschein geben, nur heute und am Freitag. Da sind vorübergehend mal einige Wolken unterwegs. Gestern gab es eine relativ frische Nacht im Westen. Drei Orte hat es gegeben mit 6,5, also gerundete 7 Grad. Und am wärmsten war es im Osten Brandenburgs. Und die Tagestemperaturen lagen bei 20 bis 29 Grad. 17 Grad gab es an der oberen Isar in Mittenwald, wo es den ganzen Tag bewölkt war. Und im Südwesten eben bis zu 29 Grad. Schauen wir nach vorn. Wie geht es weiter mit dem Juni? Der war bisher zu warm und der wird auch am Schluss zu warm weitergehen. Und ein sattes Plus von 3 Grad über dem langjährigen Mittel kommt raus. Und der Juli wird im Prinzip genauso weitermachen. Und wenn wir uns diesen Range anschauen, dieses Jahres 2022 bisher, dann hatten wir 2 markante Kaltluftphasen, einmal Anfang April und einmal Ende Mai. Ansonsten war es durchgehend zu warm. Und das Jahr bisher hat ein Plus von 2,3 Grad, was auch sehr viel ist. Und wir wissen ja noch, am 1. Januar ging es ja auch sehr warm los. Schauen wir mal ganz kurz auf die Tropennächte. 0,19 Tage haben wir bisher gehabt. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das weniger, aber der Sommer hat ja gerade erst einmal angefangen, so richtig angefangen. Und wenn wir uns die Sommertage ansehen, sind wir in diesem Jahr, es geht nicht um den Sommer, sondern um das Jahr, bei 16,2 Tagen. Das ist relativ wenig, aber wir haben ja auch noch die wärmsten Monate, Juli, August und September dann noch vor uns, wo es noch deutlich nach oben gehen wird. Und was die Hitzetage angeht, sind wir auch schon relativ weit oben. Der Durchschnitt liegt bei 5,7 Tagen, bei 3,6 sind wir schon, also 30 Grad plus X. Wenn wir aber mal schauen, wie es vor einiger Zeit war mit so vielen Tagen, mal gucken, ob wir da hinkommen. Die nächsten Tage werden zum Teil auf jeden Fall nochmal heiß. Das ist die Wetterlage. Da grätscht schon wieder ein Tief rein und dann haben wir die Hochs hier im Norden. Wir sind nach wie vor an der Luftmassengrenze. Die Heißluft aus dem südöstlichen Mitteleuropa und aus Südeuropa kommt immer wieder zu uns, wird dann ausgetauscht mit dem Luftmassenwechsel. Zum Wochenende hin kommt die Hitze wieder zurück aus südlichen Richtungen und erst in der nächsten Woche, also in einer Woche, kommt dann ein Tief nach Skandinavien gezogen. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück, da haben wir Hochdruck, bam, bam, bam. Und dann Tiefdruck. Da wird sich also dann etwas ändern. Und mit der Nordmeerluft wird es vor allen Dingen im Norden Deutschlands deutlich kühler. Dann werden die Alpen die Barriere zur Heißluft sein. Mal gucken, wie viel dann noch rüberschwappen wird. Auf jeden Fall geht der Juli mittelfristig runter mit den Temperaturen. Heute haben wir wieder Schauer und Gewitter. Die meisten von der Mitte und dem Osten Österreichs über den Osten Bayerns bis nach Thüringen, Sachsen und zum Teil auch Brandenburg und in Tschechien. Weiter nach Westen zu sind auch ein paar Schauer und Gewitter dabei, die aber nicht unwetterartig ausfallen werden, sondern ein bisschen ruhigerer Natur sind. Aber nach Osten zu sind da schon ein paar Brummer dabei und das gilt wieder. Es trifft nicht jeden, aber es kann eben passieren. Im äußersten Westen und an der See bleibt es sonnig, übrigens im äußersten Osten Österreichs auch. Und da ist nochmal mit Südostwind Heißluft im Port. Sonst haben wir östlichen Wind und die Temperaturen erreichen im Osten Österreichs 37, vielleicht Richtung Ungarn sogar 38 Grad. Sonst sind es 24 bis 30 unter den Gewitterwolken und an der See mit auflandigem Wind 19 bis 23 Grad. Der morgige Donnerstag bringt letzte Schauer und Gewitter im Nordosten. Ansonsten zieht von Westen her eine Kaltfront heran mit zum Teil kräftigen Gewittern. Vor allen Dingen Sturmböen werden dann dabei sein und auch mal wieder die Gefahr von Hagel. Der große Rest hat Sonnenschein. Der Wind kommt in den Sonnenscheingebieten aus östlichen Richtungen. Mit den Gewittern dreht er schlagartig auf West und frischt stark bis stürmisch auf. Das ist auch eine andere Luftmasse dahinter. Die Temperaturen liegen hier bei 20 bis 25 Grad. Hinter den Schauer- und Gewitterwolken geht es noch weiter runter mit den Werten. Sonst sind es knüllerheiße 26 bis 34 Grad. Es wird ein Badewettertag. Und dieser Badewettertag geht dann also vom Wetter her am Freitag flöten, selber baden. Wir haben ab den Alpen südwärts
und im äußersten Osten noch ein erhöhtes Gewitterrisiko. Sonst zieht eine Front durch. Am Nachmittag lockert es im Westen dann wieder auf und die Sonne kommt heraus. Mit der Front frischt der Wind stark bis stürmisch auf. Das wird sich so ein bisschen nach September anfühlen. Und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Vor der Front werden im Osten Deutschlands nochmal bis zu 38, im Osten Österreichs bis zu 35 Grad erreicht. Sonst sind es 20 bis 26 Grad. Und unter den Regenwolken nur noch 13 bis 19 Grad. Und dann schaut euch das an. Alles voller Wolken mit Regen. Fumm. Und das wird der Samstag sein. Der ist einfach nur sonnig. Ein paar wenige Wolken sind im Norden unterwegs. Der Wind kommt um ein Hoch herumgezogen. Nur auf der See ist er recht ruppig. Wir haben eine sehr, sehr hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr bei 24 bis 30 Grad. Klare Luft und ohne Schwüle. An der See ist es ein bisschen kühler. Und am Sonntag kommen ein paar Wolken mehr dazu mit einem leichten Gewitterrisiko, vor allen Dingen rund um Süd- und Osttirol und Kärnten. Dazu der Wind meist aus südöstlichen, an der Nordsee aus nordwestlichen Richtungen. Hier ist es kühler, sonst wieder heiß mit 27 bis 35 Grad. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie geht es denn danach weiter? Am Montag ziehen wahrscheinlich schauernd Gewitter durch. Da kommt wieder eine Luftmassengrenze. Im Osten noch heiß, im Westen weniger heiß, aber immer noch schwülwarm. Am Dienstag wird es dann windig werden mit weiteren Schauern und Gewittern. Die Hitze verschwindet und wird durch normale Hochsommerluft ausgetauscht. Und die verschwindet dann auch am Mittwoch zu normaler mitteleuropäischer Sommerwärme von 20 bis 27 Grad. An der See ist es kühler. Im Westen sonnig, im Osten noch letzte Schauer und Gewitter und vor allen Dingen sehr viel Wind. Und neuerliche Hitze ist dann nicht mehr in Sicht. Wir überprüfen das anhand von zwei Ensembles. Einmal hier für Amsterdam in den Niederlanden. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Hier kommt erstmal der Knick nach unten. Da passiert nicht viel. Erst hinten raus sind wieder Ausreißer dabei, die deutlich nach oben gehen. Und im Nordwesten Mitteleuropas sieht es mau aus in Sachen Niederschläge. Da kommt abgesehen vom Freitag nicht viel runter. Und wir haben ja auch die letzten Tage darüber gesprochen, dass die ganze Restfeuchte durch die Umstellung der Wetterlage dann gegen die Alpen gedrückt wird. Entsprechend haben wir hier für den Gitterpunkt Salzburg erst nochmal warme Temperaturen, kurzes Absacken, dann wieder nach oben. Später dann auch hier vorübergehend mal leicht unterdurchschnittliche Werte im Juli mit vielen Niederschlagssignalen. Also das heißt, die trockene Witterung im Nordwesten ist nur dort, im Südosten ist es richtig nass. Sieht man mal vom Wochenende ab. Das kontrollieren wir noch ganz kurz an zwei Niederschlagsvorhersagen. Einmal vom europäischen ECMWF-Modell für die nächsten 10 Tage. Im Nordwesten 5 bis 20 Liter, im Südosten 20 bis 70 Liter. Und das amerikanische GFS-Modell für die nächsten 14 Tage. Im Nordwesten 5 bis 25 Liter, im Südosten deutlich mehr Niederschlag. Übrigens auch in Norditalien. Da war ja die letzten Stunden auch viel Gewitterregen dabei. Ein bisschen was. Zumindest mal wird die total vertrocknete Krume so ein bisschen angefeuchtet. Jetzt sind wir mit der Sendung durch und jetzt schalte ich zu Günther Aigner bzw. zu seinem kleinen spannenden Video. Wir sehen uns später wieder. Das ist unser Holzfund auf der Basterze. Auf einer Höhe von ca. 2000. Ja, der See Richtung Margeritzenspeicher. Großglockner, Hufeisenbruch, Johannesberg, Gletschertor und unser Fundstück. Der Fred bei der Arbeit.